Bin mal gespannt, wie man sich wirklich im 9. Monat fühlt. Oh Gott. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Channel Team Alina. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mit eurem Wunschthema meine Lieblingslippenstifte. Viel Spaß dabei. So, also ihr seht mich hier gerade im morgendlichen Badgang. So sieht es heute aus. Das ist mein Outfit. Ganz stinknormal, Basic Kleid. Muss ja ein bisschen die Kugel hier betonen. Hohe Schuhe natürlich habe ich auch flache eingepackt und Sailor Moon Zöpfe auf dem Kopf. Und dazu gibt es einen ganz, dezenten, aber roséfarbenen Lippenstift. Und das ist der hier. Der ist von Yves Saint Laurent. Das ist Rouge Volupté. Und ich glaube, die Nummer ist 62M703 und eingekreist noch die 29. Und ich mache ihn euch mal auf. So sieht das hier aus, das Ganze. Hübsche Ding. Sieht so aus. Ist gar nicht so extrem auf den Lippen. So sieht der aus. Ich finde den wunderschön, weil der ist ein bisschen cremig. Und ich habe ja gerade auch in der Schwangerschaft mit extrem trockener Haut und trockenen Lippen zu kämpfen. Und ja, der ist halt wirklich nicht austrocknend. Ich mache darunter gerne noch eine Lip Base und dann den da drüber und meistens auch noch ein Lipgloss farblos obendrauf, damit es noch mehr glänzt, wenn ich die Zeit dafür habe. Es hört sich so an, als ob ich mich übelst schminke. Meistens ist es so, dass ich es einmal am Morgen mache, dann ins Büro gehe, dann interessiert eh keinen mehr, wie ich aussehe und vielleicht abends nochmal nachziehe oder sowas. Aber auf jeden Fall, der ist wunderschön. Den habe ich mir jetzt auch das zweite Mal nachgekauft, weil ist ja schon nicht ganz preisgünstig. Der kostet, glaube ich, so 39, also 40 Euro oder sowas. Also wirklich schon, finde ich schon teuer für einen Lippenstift. Aber er ist wirklich, wirklich toll. Die Farbe gefällt mir immer noch. Die kann man sich, glaube ich, auch nicht übersehen. Und ja, hat halt eine super Textur. Muss man aber dadurch sagen, dass er halt ein bisschen flüssiger ist als so ein extrem matter oder sowas, hält er nicht ganz so lange. Ne? Also wenn ich trinke, esse oder sowas, dann klebt er halt am Glas. Also kussfest ist der hier nicht, aber trotzdem von mir aus eine absolute Kaufempfehlung. Guten Morgen an Tag 2 von 9 Lippenstift Days. Heute ist der Nude Tag. Ich bin heute ganz schwarz gekleidet. Weiß gar nicht warum. Keine Beerdigung da oder so, sondern einfach nur so, weil heute so ein trister Tag ist und ich wollte mich mit meinem Wollkleid irgendwie anpassen. Und ich habe keine auffällige Farbe genommen. Das würde ich jetzt für abends vielleicht nehmen. Zum Beispiel noch ein starkes Rot oder so, dass ich ein bisschen Farbe ins Spiel bringe hier. Aber fürs Büro habe ich... Seht ihr das? Ein Nude-Ton gewählt und das ist der hier. Ich halte euch mal den hier so hin. So. Das ist der Cream Sheen von MAC in der Farbe Cream Cup. Und ich bin bei Nude-Tönen immer so ein bisschen zwiegespalten. Bei mir stehen sie eigentlich gar nicht. Irgendwie harmonieren sie nie mit meiner Hautfarbe. Und der hier ist echt super. Ihr müsst mal gucken, wenn ihr den euch anguckt, ob der auch zu euch passt. Das weiß man ja immer nie. Aber sonst, es gibt Personen, die mit Nude-Tönen auf den Lippen wunderschön aussehen. Ich weiß auch nicht, wie die das machen. Bei mir ist es so, der ist Cream Sheen, der ist auch ein bisschen cremiger. Nude-Töne haben manchmal auch so eine bröckelige Konsistenz bei mir. Es liegt bestimmt auch an meinen Lippen, die so ja rau sind oder sowas. Aber auf jeden Fall, der hier ist nicht bröckelig, der ist cremig und passt für mich perfekt. Wollte ich euch nicht vorenthalten und wir sehen uns morgen früh. Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Ich sitze hier gerade, komme von Arbeit, muss schon wieder loshetzen, weil wir haben noch einen Geschäftstermin und ich habe mich schnell umgezogen und ich kugel gerade schon. Habe mir einfach nur einen schwarzen Rollkragenpullover angezogen, schwarze Overknees angelassen, Strumpfhose von heute Morgen und einen Rock drüber gezogen in schwarzen Lederoptik. Und dazu dachte ich, passt ganz gut ein roter Lippenstift. Und hier nehme ich ganz gerne das MAC Red hier. Es ist ein ganz kräftiger roter Ton. Ich empfehle euch zu Rottönen immer noch einen Lip Liner dazu zu besorgen. Den gibt es von MAC auch gleich dazu, also in der passenden Farbkombi. Finde ich einfach schön, weil das irgendwie wird es so faserig bei mir außen bei Rot. Ich weiß nicht warum, auf jeden Fall sieht es immer ganz schön aus. Aber ihr kennt mich ja, ich wollte euch auch noch eine günstige Alternative vorschlagen. Habe ich schon ewig, weiß ich nicht, ob der noch gut ist, keine Ahnung. Und das ist der hier, der ist ein bisschen heller und das ist, ich glaube, ein 1,99, 2,99 Lippenstift von Rival de Loupe. Den gibt es, glaube ich, bei Rossmann oder so. Ich halte ihn auch nochmal rein. Ist die Nummer 84. Hab
habe ich schon ewig, weiß gar nicht, ob es den noch gibt, ob es die Marke überhaupt noch gibt, die gibt es bestimmt noch. Aber auf jeden Fall ist der ein matter Ton und hält super lange. Also ich glaube, den kriegt ihr den ganzen Tag nicht ab, also nicht vermahlen. Als Abschluss habe ich noch einen Tipp für diejenigen, die auch wie ich immer alles an den Zähnen haben. Wenn ihr fertig seid, also sowieso, ihr kennt ja die ganzen Tipps nochmal mit einem Kosmetiktuch kurz abtupfen und so den ganzen Sachen. Aber wenn es schnell gehen muss, was ich immer mache, ist einfach Zeigefinger rein in den Mund und seht ihr mal, was hier übrig bleibt. Das müsst ihr dann wahrscheinlich bei roten Palmer machen. Aber auf jeden Fall alles, was an dem Finger hängen bleibt, kann nicht mehr an euren Zähnen hängen bleiben und ihr könnt wieder über das ganze Gesicht strahlen. Also seht ihr, was bei mir heute noch übrig geblieben wäre. Und ich glaube, ich darf jetzt auch nicht so viel lachen hier oder so. Und dann habe ich immer alles an den Zähnen. Aber das ist ein kleiner Tipp von mir, den finde ich immer ganz gut. Und man kann es ganz schnell so versteckt machen und mal kurz gucken, ob man noch irgendwo was haben könnte nachher. Ja, also das war es jetzt erstmal für meinen roten Lippenstift, meine Lieblingsvariante und auch noch eine Alternative natürlich. Und wir sehen uns. So, wir sind wieder zu Hause angekommen und so sieht man als Schwangere aus, wenn man dann auch noch gegessen hat. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so gut seht, aber auf jeden Fall ist das riesig. Guckt euch das mal an. Gefühlt platze ich gerade. Es ist wirklich ein riesengroßer Unterschied, auch zwischen morgens, wenn ich aufstehe und nur die erste Mahlzeit am Tag esse. Das ist wie gefühlt ein Drittel mehr und abends sind es zwei Drittel mehr. Also jetzt fühle ich mich wie im 9. Monat. Ich bin mal gespannt, wie man sich wirklich im 9. Monat fühlt. Oh Gott, eben passt mein Reißverschluss, der gerade hinten aufgeplatzt ist. Jetzt höre ich auf zu essen. Ich wünsche euch eine wundervolle Nacht und ich bin raus, ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht. So, einen wunderschönen guten Morgen an einem neuen Tag meiner Lippenstift-Serie für euch. Und heute trage ich schwarz-grau und auf den Lippen habe ich Pygmaion. Einen Moment, jetzt habe ich ihn vergessen. So, hier ist er. So sieht er aus. Er ist wirklich extrem pink und er heißt nicht Pygmaion wie Schwein, er heißt Pygmaion. Und das ist auch der, den ich inklusive dem Yum Yum Gum immer auf der Fibo drauf hatte. Da haben mich ganz, ganz viele Mädels drauf angesprochen. Also hier ist das gute Stück und Yum Yum Gum gibt es auch bei MAC. Ebenfalls sehr matte Töne, also es ist kein Glossy Lip Gloss oder sowas. Deshalb immer vielleicht noch irgendwas, also ich mache ja eine Base unten drunter, wie gesagt, dann Lippenstift oben drüber. Und wenn ihr möchtet, auch ein farbloses Gloss, ein rosa Gloss, was weiß ich. Auf jeden Fall hält der sehr gut. Ich würde jetzt nicht sagen den ganzen Tag. Und Kuss- und Essfest oder Trinkfest ist der auch nicht. Aber es ist ja selten ein Lippenstift. Andererseits, wenn es die sind, dann hat man eher spröde Lippen und es verfängt sich in den Rillen oder sowas. Aber das ist auf jeden Fall einer, den kaufe ich mir immer mal wieder nach und liebe ihn über alles. Und ja, morgen sehen wir uns ein letztes Mal zum Lippenstift-Day und dann seht ihr schon das vollständige Video. So, ein letztes Mal hallo. Heute der letzte Tag, wo ich mal meine Lippenstifte hier für euch präsentiere. Und ich habe hier die ganze letzte Woche auch ein paar mittelpreisige bis hochpreisige gezeigt, auch einen günstigen. Aber ja, es war schon sehr so für die teurere Seite lastig. Und die kriege ich meistens so geschenkt zu Geburtstagen oder weiß ich nicht, zu Weihnachten. Sowas kriegt man ja immer super gerne geschenkt, Schminke. Selber kaufen tue ich sie mir echt sehr, sehr selten. Wenn nur im Urlaub oder im Duty-Free-Shop oder so, bin ich immer echt geizig. Aber ich gehe natürlich genauso wie ihr auch zu DM, Morrison & Rossmann oder sowas und kaufe mir da Sachen, weil die sind ja auch die man schnell mal in die Handtasche schmeißen kann. Auf die anderen passe ich immer voll schön auf und lege sie auch immer wieder in die Schatullen zurück für die Lippenstifte und sowas. Aber bei mir in der Handtasche fliegt auch immer alles rum und da nehme ich meistens die günstigen Sachen. Und heute wollte ich euch zeigen, ich habe heute wieder mal einen Roséton drauf oder so ein Rosa, ist wirklich rosa. Habe ich total gerne, weil sieht einfach immer irgendwie gepflegt aus, sieht schön aus, man hat ein bisschen was auf den Lippen, sieht ein bisschen frischer, rosiger aus. Ja, und das mache ich jetzt immer, ja fast wirklich, das mache ich fast jeden Morgen, auch wenn ich es nicht immer nachziehe, aber ein bisschen rosa auf den Lippen schadet nie. Und was ich vorher mache, und da habe ich euch ja schon die Woche erzählt, ist, ich benutze meistens so einen Primer hier vor. Der ist jetzt von MAC, Prep and Prime, den gibt es auch genauso von günstigen Herstellern oder so. Den benutze ich schon echt ewig, den mache ich drunter und lasse ihn kurz einwirken, also dann habt ihr wirklich geschmeidige Lippen
Und dann kommt Folgendes. Passt auf, ihr könnt es auch einzeln benutzen. Ich habe es heute aber in Kombination drauf. Aus dem Grund, dass das hier, was ich euch jetzt in die Kamera halte, das ist Posy Tint, das ist von Benefit. Das ist Lippentinte. Ich glaube, man kann sie auch auf die Wangen machen oder sonst was. Und aufpassen, wenn sie dann sitzt und eingetrocknet ist, und das passiert sehr, sehr schnell, dann geht sie nicht mehr wegzuwischen. Also wenn ihr das als Rouge benutzt, aufpassen, wie ihr danach aussieht, nicht wie ein Clown. Ich mache das aber auf die Lippen. Und zwar, wenn dieser Primer ein bisschen eingetrocknet ist, dann mache ich diese Posy-Tint drauf. Es ist wirklich ein kleiner Tintentopf hier. Und sitzt wirklich darunter eine Schicht, die ist rosa. Ich mache darunter aber die Primer aus dem Grund, weil sie wirklich sehr, sehr trockene Lippen macht. Aber ihr habt dann die Lippen eingefärbt. Und das ist auch wirklich bestimmt für einen halben Tag Tag. Also ihr habt immer einen leichten Rosé-Schimmer drunter. Und darüber habe ich jetzt hier meinen günstigen Lippenstift gemacht. Ihr seht, der ist schon so abgekrabbelt. Da steht noch nicht mal mehr eine Marke drauf. Und ich könnte, wenn ich jetzt raten würde, wäre es irgendwas wie Maybelline oder sowas. Also es gibt den bei DM und Rossmann. Der hat hier hinten einen goldenen das Ende und sieht so aus. Seht ihr das hier überhaupt im Büro? Ich musste improvisieren. Julian hat mich aus der Wohnung geschmissen, damit wir schneller loskommen. Deswegen stehe ich hier in der Toilette von unserem Büro und zeige euch das. Bis ja auch das Letzte, seht ihr? Und den gibt es aber wirklich überall. Der ist wirklich, wirklich toll. Der macht keine trockenen Lippen. Das ist nämlich wieder genau das Gegenteil. Der macht wirklich schöne, geschmeidige Lippen einfach. Ist ein bisschen ja glossier von der Konsistenz her. Und ich finde den einfach klasse, um einfach drüber zu ziehen. Auch wenn ihr dieses Ganze, was ich euch davor mit Primer und dieser Lippentinte nicht vorher macht, sieht es trotzdem toll aus, wenn ihr den einfach am Tag mal kurz nachzieht. Einfach kurz einen Stift rausgeholt, fertig, braucht da keinen Spiegel für. Sitzt immer eigentlich und ist wirklich toll. Also das ist wirklich immer noch eine Kaufempfehlung von mir. Den gibt es auch in anderen Farben. Ich glaube, ich habe den noch in Rot und in so einem Orangeton zu Hause. Rosa gefällt mir einfach immer am besten. Die anderen Farben, da muss man auch irgendwie mal was für anhaben oder der Typ für sein. Zum Beispiel Brünette finde ich ja auch immer ganz toll mit so einem, ich nenne es mal Orange, aber so einem Orangeton auf den Lippen sieht immer wunderschön aus. Ich finde, bei Blond sieht der Rosa immer toll aus. Und ja, jetzt habe ich genug gequatscht hier. Jetzt sind wir am Ende meiner Lieblingslippenstifte angekommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr gebt mir einen Daumen hoch. Gerne abonniert auch meinen Channel für alle weiteren Videos und bei Fragen immer in die Kommentare. Ihr wisst ja, ich antworte euch immer gerne. Genug gequatscht, bis zum nächsten Mal. Tschüss!